Der DAX ist auf einem neuen Allzeithoch und ich wette, du bist nicht dabei. Du hast kein Geld verdient, indem der DAX jetzt auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist. Und warum das so ist, drei Gründe jetzt hier in diesem Video. Als allererstes hier mal ein Chart. Das ist der DAX und der DAX hat am Freitag ein neues Allzeithoch erzielt. Und du kannst mir es ja mal in die Kommentare schreiben. Ich habe schon am Anfang gesagt, ich wette, du bist nicht dabei. Klar, jetzt werden viele reinschreiben, natürlich bin ich dabei. Aber aus der Erfahrung weiß ich, dass die allermeisten das Ganze jetzt sehen und jetzt nicht am Allzeithoch dabei sind. Das heißt, ihr habt kein Geld damit verdient. Und in diesem Video werde ich dir drei Gründe nennen, warum du nicht dabei bist. Warum du kein Geld mit dem DAX bislang verdient hast. Lass uns erstmal ganz kurz klären, warum ist ein Allzeithoch in einem Index, in einer Aktie so etwas Herausragendes? Wenn du irgendeinen Index nimmst, wenn du irgendeine Aktie nimmst, nehmen wir mal jetzt beispielsweise an, wir nehmen den S&P 500, dann weißt du, der ist aktuell, auch hier blende ich dir mal einen Chart ein, der ist aktuell nicht auf seinem Allzeithoch. Das heißt, es gibt Menschen, die haben den S&P 500 gekauft, als er teurer war als jetzt. Und das bedeutet, sie sind im Minus. Natürlich, es gibt auch welche, die haben ihn gekauft, als es billiger war als jetzt und die sind im Plus. So, das heißt, du hast ja unterschiedliche Interessenlagen. Ne? Der eine ist im Minus, der andere ist im Plus und der eine sagt, ah, ich will nur meinen Minus ausgleichen, der andere sagt, hey, ich will meine Gewinne weiter ausufern lassen. Völlig unterschiedlich. So, jetzt kommen wir zum DAX oder einer Aktie auf Allzeithoch. Beispielsweise Broadcom ist momentan auch gerade auf Allzeithoch. Und was ist da jetzt der gravierende Unterschied? Wirklich jeder, der den DAX gekauft hat, ist im Plus. Das heißt also, völlig egal, ob der am Freitag früh gekauft hat, ob der vor einer Woche gekauft hat, vor einem Monat gekauft hat, vor 5 Jahren gekauft hat, ob der am Corona-Peak gekauft hat, egal wann, jeder ist im Plus. Das heißt, kein einziger Anleger, der im DAX ist, hat Stress. Alle sind happy, alle sind glücklich. Die einzigen, die nicht happy sind, sind zwei Gruppen. Die einen, die short sind, ne? Die also jetzt gesagt haben, hey, ich glaube nicht, dass der DAX weiter steigt und ich gehe jetzt short. Und das werden aber gar nicht so viele sein. Und die größere Gruppe, und zu der gehörst du wahrscheinlich auch, das sind diejenigen, die jetzt ungläubig davor sitzen und sagen, wie kann denn das nur sein? Wie kann denn der DAX nur auf ein neues Allzeithoch steigen und ich habe kein Geld verdient? Das gleiche übrigens momentan. Es ist zwar noch kein Allzeithoch, aber immerhin der höchste Stand seit 32 Jahren. Das ist der japanische Aktienmarkt, der Topix, der Marktbreite-Index in Japan ist gerade auf dem höchsten Stand seit 32 Jahren und ich wette, auch da bist du nicht dabei. So, und jetzt ist die Frage, warum bist du nicht dabei? Und ich habe mir mal drei Gründe aufgeschrieben, woran das liegt, dass du momentan nicht dabei bist. Fangen wir mal an, Grund Nummer 1. Du hörst auf die falschen Leute. Du hörst auf die falschen Leute. So. YouTube ist voll mit diesen ganzen Crash-Propheten. Und egal, wie die jetzt alle heißen, ne? Also ob es hier ist, ob es ist, ob es ist, ob es ist, egal. Alle sagen dir, die Welt ist schlecht, die Welt geht unter und alles ist Mist. Das heißt, die verdienen ihr Geld damit, dir die Welt schlecht zu reden. Und sie finden auch immer ganz, ganz tolle Argumente, dir das Ganze schlecht zu reden. Und sie machen das auf eine sehr, sehr clevere Art und Weise. Nämlich, sie sagen nicht, Aktien sind schlecht, sondern sie sagen, hey, du musst Aktien haben, aber erst nach dem großen Crash. Der große Crash, der jetzt irgendwann kommt. Der Riesencrash, der jetzt kommt. Jetzt bricht das System zusammen, ne? Und diese ganzen Schwätzer, sorry für den Ausdruck, aber diese ganzen Schwätzer verhindern, dass ihre Gefolgschaft Geld verdient. Und die wollen auch gar nicht, dass sie Geld verdienen. Weil stell dir mal vor, alle würden Geld verdienen, alle wären glücklich, alle wären happy. Die sind im Grunde genau wie der Staat. Ne? Der Staat will auch nicht, dass du Geld verdienst. So. Und diese Leute, diese ganzen Crash-Propheten, wollen auch nicht, dass du Geld verdienst, weil dann bräuchtest du sie nicht mehr. Weil wenn du nämlich pleite bist, wenn du kein Geld hast, wenn du nicht vorankommst, dann hörst du natürlich gerne auf solche Leute, wie die gerade genannten, weil die erzählen dir ja den ganzen Tag, dass der große Crash noch kommt. Und dann sagst du ja, siehst du, wenn der große Crash noch kommt, dann brauche ich ja nicht zu investieren, weil das wäre total dumm. Ne? Also schwimmst du in deiner Soße einfach weiter, machst nichts, bleib sitzen, kommst nicht voran. So, das ist der Grund Nummer 1. Du hörst auf die falschen Leute. Der zweite Grund ist, du verstehst einfach Zusammenhänge nicht. Fakt,
Du verstehst einfach bestimmte Zusammenhänge nicht. Ja? Nehmen wir mal das Beispiel DAX und Deutschland. Für die meisten, die sich mit Wirtschaft beschäftigen, die sich ein bisschen mit Politik beschäftigen, die sorgen momentan, Deutschland ist im Arsch. Und weil das so ist, wollen sie natürlich auch kein Geld investieren. Und wenn wir gerade so diese Meldungen bekommen aus Deutschland, ne, Wiesmann verkauft sein Geschäft ins Ausland, immer mehr Automobilzulieferer schließen. Ich mache dir übrigens ein wichtiges Video dazu am Donnerstag. Ne? Du hörst total viele Horrornachrichten. Die Energiepreise, die fast die höchsten auf der Welt, die Steuern die höchsten auf der Welt. Die Wirtschaftsleistung sinkt immer mehr ab. Es ist kaum noch möglich für eine normale Familie, sich Eigentum zu leisten, also zu kaufen. Ne? Das heißt, wir kriegen nur permanent schlechte Nachrichten. Und jetzt kommt diese Schlussfolgerung, dass du sagst, okay, wenn alles so mies ist, wenn alles so schlecht ist, und das ist objektiv in vielen Sachen tatsächlich so, dann kann ich doch keine deutschen Aktien kaufen. Und was du aber verstehen musst, ist Folgendes. Der DAX hat so gut wie nichts mit Deutschland zu tun. Der einzige Punkt, was der DAX mit Deutschland zu tun hat, ist, dass sehr viele dieser Unternehmen, die da drin gelistet sind im DAX, 40 Stück, dass die ihren Sitz in Deutschland haben. Aber ihre Geschäfte finden wo ganz anders statt. Klar, es gibt Firmen, die machen viel Geschäft in Deutschland, ne? Die Wohnungsbauunternehmen beispielsweise, die großen Banken. Und da merkt man auch, ah okay, guck dir da den Chartverlauf an, das sieht auch alles nicht gut aus. Aber wenn du dir mal andere Firmen anschaust, ne? Egal was es jetzt ist, ob es die Automobilhersteller sind, ob es die Chemiefirmen sind, egal was, die Telekom und so weiter, wo machen die denn ihr großes Geschäft? Machen die wirklich alle ihr Geschäft in Deutschland oder aber sind die von diesen ganzen schlimmen Entwicklungen in Deutschland wirklich betroffen? Nein. Und deswegen, wir stellen immer Zusammenhänge her oder du stellst Zusammenhänge her zwischen Dingen, die, wo es einfach keinen Zusammenhang gibt. Deutschland schlecht, Aktien schlecht. Nein. Deutschland schlecht, Aktien trotzdem gut. So, das ist so ein bisschen wie Arbeitslosigkeit steigt und alle denken, oh um Gottes Willen, Arbeitslosigkeit steigt und der Markt feiert das. Warum? Weil du die Zusammenhänge nicht verstehst. Du verstehst das große Bild ganz einfach nicht. Ne? Okay, das ist also der zweite Punkt. Du verstehst Zusammenhänge nicht. Dritter Punkt, und auch das ist etwas, was ich dir vielleicht schon mal hier in einem Video gesagt habe, und du wirst mich nicht dafür lieben, dass ich dir das sage. Ich muss dir das aber sagen. Und zwar, du hast keinen Plan. Das heißt, was bedeutet denn, du hast keinen Plan? Dein ganzer Börsenhandel ist ausschließlich emotional aufgebaut. Das heißt, du reagierst rein weg aus der Emotion. Du reagierst ja wahrscheinlich schon jetzt emotional auf dieses Video. Nämlich indem du entweder nickst und sagst, na, er hat eigentlich recht. Oder dass du sagst, was für ein arroganter Sack, was der mir hier an den Kopf haut. Ne? Aber Fakt ist, du hast keinen Plan. 99% der Menschen, die an der Börse agieren, handeln rein emotional. Und nur die allerwenigsten haben einen Plan. So, und was heißt denn Plan? Plan heißt beispielsweise, dass man eben diese Dinge, wirtschaftliche Entwicklung und Kursentwicklung, voneinander trennt. Dass man sagt, hey, ich mache mir mal einen objektiven Überblick über die Märkte. Ich informiere mich eben nicht in Spiegel, Fokus, Bild und Co., sondern an Quellen, die mir objektiv aufzeigen, was gerade an der Börse ist. Ich spreche nicht mit Leuten, die selber gar keine Ahnung haben, die überhaupt selber kein Geld haben, in irgendwelchen Facebook-Gruppen, wo quasi hunderte von Pleitiers, nicht Privatiers, sondern Pleitiers, sich übereinander austauschen, wie sie wohl am besten ihr Geld anlegen könnten, wenn sie denn welches hätten. Na? Sondern du brauchst ein Umfeld, auch das gehört zum guten Plan, von Leuten, die Geld haben, die wissen, wie man an der Börse Geld verdient. Mit denen musst du dich austauschen. Jetzt frage ich dich, hast du diese Leute in deinem Umfeld? Na? Hast du diese Leute in deinem Umfeld? Wenn nein, hast du schon wieder einen Grund mehr. Das sind eigentlich schon 4 Gründe. Ne? So, das heißt, dir fehlt ganz einfach ein Plan. Du weißt nicht, was passiert denn jetzt. Nehmen wir mal jetzt den DAX. So, der DAX ist jetzt am Allzeithoch. Okay, jetzt musst du eine Entscheidung treffen. Nämlich, mal angenommen, du bist nicht dabei. Wie gesagt, ich gehe nach wie vor davon aus, die Masse, die hier zuschaut, ist nicht im DAX dabei, hat kein Geld verdient. Und jetzt musst du ganz einfach eine Entscheidung treffen, was machst du jetzt? Gehst du jetzt noch rein oder gehst du jetzt sogar short
oder guckst du weiter zu? Und jetzt fangen diese Emotionen an, in dir zu arbeiten, ne? Diese ganzen Argumente. Jetzt kann ich doch den DAX nicht mehr kaufen. Der ist, guck mal, vom Tief bis hierhin, wo der jetzt gerannt ist, ne? Nee, das ist schon viel zu spät, da kann ich nicht mehr einsteigen. So, nächste Emotion, wieder eine Angst, FOMO. Was ist denn, wenn das Ding jetzt weiter steigt? Was ist denn, wenn der auf 17.000, 18.000, 19.000 steigt? Was mache ich denn dann? Ne? Bin ich wieder nicht dabei? Oder aber, was ist denn, wenn der jetzt noch 3% läuft und dann wieder einbricht? Was mache ich denn dann? Weil ich habe doch das Video gesehen, dass jetzt der große Einbruch kommt und wir uns schon alle mal drauf vorbereiten sollen. Das heißt also, du wirst nur von Emotionen getrieben. Von der Angst dabei zu sein, von der Angst nicht dabei zu sein, der Angst, dass es runtergeht, der Angst, dass es nicht weit genug runtergeht und deine Limite nicht aufgehen und so weiter und so fort. Und mit dieser emotionalen Basis wirst du nie im Leben Geld an der Börse verdienen, weil du hangelst dich halt von einer Emotion zur nächsten. Und deswegen musst du aus dem Ganzen ein Geschäft machen. Du musst ein Business daraus machen. Und ein Business funktioniert nicht mit Emotionen. Klar, wir können alle in unserem Business Spaß haben und wir können alle gut drauf sein, wir können schlecht drauf sein, ne? Aber wir brauchen einen Plan. Den brauchst du auch. So. Und es geht immer darum, dass du genau diese drei Gründe, die ich dir genannt habe, dass du die für dich eliminierst, damit du bei der nächsten großen Gelegenheit, die kommt, ob das im DAX ist, ob das im Nikkei ist, ob das im Nasdaq ist, ob das in irgendwo ist, das spielt keine Rolle. Aber es gibt immer tolle Gelegenheiten an der Börse. So, und du musst dabei sein. Deswegen musst du einfach diese drei Dinge hinter dir lassen. Hör nicht auf die falschen Leute, verstehe Zusammenhänge und habe einen Plan. Das erste, hör nicht auf die falschen Leute, ist relativ simpel. Nämlich, du kannst die ganzen Schwarzmaler hier auf YouTube einfach abbestellen. Ne? Hör die dir einfach nicht mehr an. Du kannst jeden Kanal hier auf YouTube abbestellen, inklusive diesem hier. So, du musst dir das alles gar nicht mehr anhören. Die nächsten beiden Punkte kannst du aber alleine nicht lösen. Wenn du wirtschaftliche Zusammenhänge nicht verstehst, dann verstehst du sie nicht. Nicht schlimm, aber es wird dich immer daran hindern, Geld zu verdienen. Also musst du dir jemanden suchen, der dir wirtschaftliche Zusammenhänge erklären kann. Und wenn du keinen Plan hast, dann musst du dir jemanden suchen, der dir einen Plan gibt. Und das ist genau der Grund, warum wir diese Videos machen. Weil ich dir erstens Dinge erkläre, die dir sonst niemand erklärt. Und zweitens, und übrigens, dafür werden wir nicht immer unbedingt geliebt. Ne? Da gibt es ganz, ganz viele, die dann immer gegen uns schießen. Und das ist völlig okay. Ne? Das ist gut so. Weil deswegen machen wir es auch. Nicht, dass jemand gegen uns schießt, aber wir wissen, wenn wir hier was veröffentlichen, was anders ist als die Meinung der anderen, dann wissen wir, dass wir da auch gegen oder Widerstand produzieren. So. Und das zweite ist mit dem Plan. Du brauchst halt jemanden, der dir den Plan gibt. Ne? So. Und die meisten sind sich jetzt, glaube ich, dessen bewusst, dass sie nicht vorankommen. Aber jetzt kommt eins. Sie sind nicht bereit, etwas zu ändern. Dabei wäre es so, so leicht. Das Einfachste wäre, du würdest dich einfach mal bei uns melden. Lass uns miteinander sprechen. Lass uns miteinander sprechen. Aber schon an dieser Hürde werden die allermeisten scheitern. Weil sie sagen, nee, mit dem rede ich nicht. Ne? Der ist so aggressiv, der macht immer Werbung und der macht das doch, erzählt uns das doch alles nur, um uns in sein Beratungsgespräch zu kriegen. Was ist deine Alternative? Deine Alternative ist, du schaust jetzt nochmal genau in dein Depot rein und sagst, warum bin ich dann aber, wenn ich alles so weiß, wenn ich so gut bin, warum bin ich nicht im DAX dabei? Warum bin ich nicht in Japan dabei? Warum habe ich nichts gekauft, obwohl die Zeichen so offensichtlich sind, dass ich damit Geld verdient habe? So, wenn du diese Frage für dich beantworten kannst, dann können wir auch miteinander arbeiten. Wenn du jetzt sauer bist, wenn du jetzt sagst, ich lasse mir doch von dem nicht sagen, was ich tun habe, ist das völlig okay. Dann musst du eben noch länger diesen Schmerz ertragen, dass du bei den großen Börsenbewegungen nicht dabei bist. Irgendwann wird der Schmerz so groß werden, wenn alle anderen um dich herum Geld verdienen und du nicht, dass du dann sagst, okay, jetzt überwinde ich mein Ego, jetzt überwinde ich meinen Stolz, jetzt überwinde ich diesen Schmerz und jetzt mache ich mal was. Solange du das nicht machst, dann bleibst halt einfach dabei. So, wichtiger Hinweis, am Donnerstag, ganz wichtiges Video zu Deutschland und zwar für all diejenigen, die in einem Konzern arbeiten, ne? Also die bei VW arbeiten, die bei BMW arbeiten, die in einem großen Industrie
Konzern hier in Deutschland arbeiten. Gibt es ein ganz wichtiges Video, deswegen merkt ihr das bitte vor. Donnerstag wie immer zur üblichen Zeit. Falls du es nicht verpassen willst, abonniere diesen Kanal, Glocke an, ne? Kennst du alles. Und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.